Wann kommt er denn nun, der große Crash? Kommt er im Herbst, Winter 2020 plus vielleicht ein oder zwei Quartale, wie ein Experte meint? Kommt er vielleicht erst im Jahr 2023, wie zwei andere Experten meinen? Ist es besser, sich in Sachwerten zu positionieren, weil Geldwerte quasi wertlos verfallen und wir alle enteignet werden? Oder ist es vielleicht besser, sich in Geldwerten zu engagieren, um den deflationären Schock hier erstmal gut zu überleben und dann zuzuschlagen, wenn die Vermögenspreise, also konkret die Aktien und Immobilien, günstiger geworden sind? Man kann sehr viel lesen, man kann sehr viel diskutieren, man wird quasi totgeschlagen mit permanent neuen Einschätzungen, Videos und Büchern. Und ich möchte nun das Ganze versuchen, in einen Kontext einzuordnen, der aus meiner Perspektive plausibel ist. Zunächst hier ein Zitat von einem legendären Fondsmanager. Ich glaube, es passt auch sehr gut wiederum zum Kursverlauf der Kalenderjahre 2018 und 2019. Hier Peter Lynch, ein wirklich hervorragender Fondsmanager. Former money has been lost by investors preparing for corrections or trying to anticipate corrections, then has been lost in corrections themselves. Also, was sagt er hier? Die Investoren haben in der Vorbereitung oder der Antizipation von Marktkorrekturen deutlich mehr Geld liegen lassen, vielleicht als man in den Marktkorrekturen selbst verloren hat. Ich glaube, das trifft es momentan in der aktuellen Situation auch ganz gut. Machen wir uns zunächst klar, dass wir die Kapitalmärkte nicht steuern können. Wir können uns Meinungen anhören, wir können Prognosen vergleichen, aber am Ende des Tages kann niemand die Märkte managen, was wir aber managen können. Und es gilt natürlich für Sie als Anleger, Sie können Ihre Erwartungen managen. Ich stelle hier sehr oft fest, dass private Anleger, aber auch professionelle Marktteilnehmer relativ wenig Gespür für die historischen Werte haben. Dementsprechend ist man sehr leicht zu beeinflussen durch reißerische Schlagzeilen, 5% Rückgang, 10% Rückgang, jetzt kommt der Crash. Und ich habe Ihnen hier mal eine Grafik mitgebracht, die ich sehr interessant finde, und sie zeigt Ihnen den Verlauf des europäischen Aktienmarktes, konkret des MSCI Europe. Sie sehen hier unten dargestellt die einzelnen Kalenderjahre, also das Ganze beginnt im Jahr 1980. Und die grauen Balken, die geben Ihnen jeweils die Entwicklung im Kalenderjahr an, also vom 01.01. bis 31.12. Und diese roten Punkte hier, die geben den maximalen Verlust im Laufe dieses Jahres an. Und Sie sehen schon, in 30 von 39 Jahren hat sich der Aktienmarkt positiv entwickelt, aber wir sehen hier auch relativ deutlich, dass es innerhalb des Kalenderjahres stark zurückgeht. Also beispielsweise am 01.01. standen wir bei 100, dann steigt der Markt bis auf 110, fällt dann wieder zurück auf 97, dann haben Sie einen Rückgang von 110 auf 97, also eben um knapp 13. Mathematisch nicht ganz korrekt, aber ich glaube, so ist es nachvollziehbar. Und am Jahresende steht er wieder bei 105, dann ist die Jahresentwicklung 5% und der maximale Verlust in diesem Beispiel 13 Punkte. Und das, glaube ich, ein wichtiges Thema, wenn wir uns die Normalerwartung anschauen. Wenn ich hier den Kapitalmarkt langfristig betrachte, konkret nur für diesen einzelnen Aktienmarkt, was natürlich nicht besonders breit diversifiziert ist, weil es fehlen ja Anleihen, es fehlen Aktien anderer Regionen, es fehlen Gold, es fehlen gegebenenfalls auch Absicherungen, dann muss mir klar sein, dass zweistellige Verluste, also 10, 12, 14%, die sind keine Ausreißer, die sind nichts Besonderes, sondern das sollte die statistische normale Erwartung sein als Rückgang innerhalb eines Kalenderjahres. Und wenn Sie diesen Rückgang nicht aushalten, dann sollten Sie eben gar nicht erst in Aktien investieren. Deswegen momentan die Verunsicherung besonders groß, weil die Risiken, die betreffen nicht nur den Aktienmarkt, dort sollte man Schwankungen kennen und sich auch Interessen entsprechend darauf vorbereiten, sondern momentan geht es auch um die sogenannten sicheren Gelder, konkret um die Bankguthaben. Wir alle kennen die Diskussion um die Einlagensicherung, die aufgrund ihres Charakters eher Einlagenversicherung heißen sollte. Wir kennen die Bestrebung, das Ganze auf europäischer Ebene zusammenzuführen. Dementsprechend ein Thema, was relativ oft momentan hochkommt. Ich habe Ihnen hier mal beispielhafte Fragestellungen mitgebracht, die wir momentan sehen. Zunächst mal, wenn Sie Angst um das Kontoguthaben letztendlich hier haben, dann reduzieren Sie doch einfach Ihr Kontoguthaben auf die sinnvolle Rücklage. Eben die Unterscheidung Rücklage und Kapitalanlage. Rücklage für kurzfristige Zwecke, Kapitalanlage entsprechend mit gewissem Anlagehorizont. Und überlegen Sie ganz konkret, vor welchen Risiken Sie sich überhaupt schützen wollen. Also, was genau sind die Risiken, die Sie für Ihr Bankkonto sehen? Ist das einfach die allgemeine Inflation, die zu einer Geldentwertung führt? Ist es die Zinslosigkeit, die natürlich Spar- und Vermögensziele schwer erreichbar macht? Oder geht es Ihnen konkret um die Insolvenz der Bank?
und die Einlagensicherung, die nicht ausreichen könnte. Oder vielleicht auch der Kollaps des gesamten Finanzsystems, beispielsweise des Euros, weil wir ein ungeordnetes Auseinanderfallen des Euros haben, dass hier entsprechend eine Rückkehr zu nationalen Währungen stattfindet. Auch das natürlich ein Thema. Dementsprechend machen Sie sich an dieser Stelle klar, vor welchen Risiken will ich mich überhaupt schützen, weil nur wenn Sie diese Risiken identifizieren und deren Auswirkungen, dann kann man auch über entsprechende Maßnahmen hier entsprechend auch nachdenken. Also, das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, diese abstrakten Ängste auch mal etwas konkreter zu fassen. Und ich habe Ihnen nun zwei Beispiele mitgebracht, über die man nachdenken kann, wenn es konkret hier eben um Rücklagen geht, respektive um Anlagen, die eben zwischen dem Kapitalmarkt und eben dem klassischen Sparguthaben liegen. Den Dirk Müller Fonds habe ich an dieser Stelle bewusst ausgelassen. Ich denke, dazu wird hier auf Cashkurs genügend gesagt. Also, wir schauen zunächst auf das Thema Fremdwährung, also optimalerweise natürlich von Staaten mit effizienten Steuersystemen, geringer Korruption, niedriger Staatsverschuldung und ähnlichem. Das sind dann die Klassiker wie Norwegen, Singapur, Dänemark, Neuseeland, Australien. Das sind die klassischen Safe-Haven-Länder. Auch das habe ich Ihnen hier mal mitgebracht. Also wenn wir hier entsprechend breit gestreut in diese Währungen investieren, hier exemplarisch zwei Fonds dargestellt, dann sehen Sie hier den Verlauf an der Hochachse dargestellt. Also das tendenziell natürlich wie bei Währungen üblich. Sie haben manchmal starke Bewegungen, diesen Trend muss man antizipieren, das sehen Sie eben hier sehr schön, da hatten wir dementsprechend natürlich eine Euro-Schwäche, dann hat der Euro sich wieder ein bisschen stabilisiert gegenüber diese Währung, dann haben Sie natürlich bei den Fonds, bei den Fremdwährungen eine schwächere Entwicklung. Also das ist beispielsweise eine Möglichkeit, wenn man sagt, ich will mit gewissen Geldern nicht im Euro investiert sein, aber ich möchte auch nicht die Risiken des allgemeinen Kapitalmarktes wie beispielsweise Aktien tragen. Oder ich möchte nicht die Illiquidität, wie sie beispielsweise Immobilien oder auch Private Equity mit sich bringt. Eine andere Alternative könnte zum Beispiel sein, sich in kurzlaufenden deutschen Staatsanleihen zu engagieren. Also Laufzeiten 3 bis 6 Monate, die sind immer liquide, die haben eine hohe Bonität, die werden immer handelbar sein. Und dann das gewünschte Marktexposure, also die Marktabhängigkeit zum globalen Aktien- und Rentenmarkt über Termingeschäfte, Futures darzustellen, wo ich eben relativ gut und ohne Gegenparteienrisiko eine entsprechende Partizipation an gewissen Marktbewegungen habe. Und wenn ich diese Marktbewegungen nicht voll tragen möchte, weil ich eben die Risiken nach oben respektive nach unten nicht einschätzen kann, dann kann ich das Ganze mit einer Wertsicherung versehen. Das tun beispielsweise institutionelle Anleger, die in Bilanzstichtagen denken, also hier natürlich ein gewisses Setup verfolgen müssen. Auch hier das mal dargestellt. Einmal die Wertsicherung 4%, das sehen Sie hier in türkisblau, einmal entsprechend grün dargestellt und auch das, was wir erwarten würden, können wir hier sehr gut sehen. Je größer das Risikobudget, desto größer ist die Partizipation an positiven Wertentwicklungen, wie wir sie eben in den vergangenen Jahren hatten. Also, das sind jetzt beispielhafte Themen und nun gilt es eben, sich Gedanken zu machen, was ist wirklich mein Szenario und am Ende des Tages, ob Sie der Bank nicht trauen oder ob Sie dem Finanzsystem nicht trauen, die Antwort ist immer die gleiche. Nehmen Sie das Geld vom Konto runter, was wirklich der mittelfristigen Kapitalanlage dient. Überlegen Sie, welche Schwankungsbreite sind Sie daraufhin bereit zu tragen und bauen Sie dann eine Vermögensstruktur, die das entsprechend abbildet. Verlieren Sie sich nicht in einzelnen Aktien oder einzelnen Themen, wie beispielsweise die beste Währung zu finden oder die beste Anleihe, sondern streuen Sie auch hier breit und messen Sie aber bitte auch später den Erfolg dieser Strategien immer an dem Risikobudget, was Sie dieser Strategie entsprechend hier auch geben. Strategien, die entsprechend sehr defensiv sind, die versuchen laufend abzusichern, die werden tendenziell andere Renditen generieren als Strategien, die natürlich hier deutlich mehr Risiko zulassen und sich offensiver am Kapitalmarkt positionieren. Wenn man nun gar keine Ahnung hat, wie es weitergeht und man ist so ein bisschen ein Spielball zwischen den Schlagzeilen, zwischen der Inflation, die am Ende des Tages die Geldwerte dahinrafft oder dem deflationären Schuldenschnitt, die nicht über die Zeitdauer, sondern zu einem Zeitpunkt die Geldwerte dahinrafft oder ob wir ein ganz anderes Szenario bekommen, dann hier eine schöne Übersicht, die ich gerne als Grundlage in Gesprächen nutze. Was Sie hier sehen, ist ganz klar, wer die Zukunft nicht kennt, der verteilt sein Kapital gleichmäßig. Wir haben nur zwei Vermögensklassen, eben die Sachwerte, das sind eben Aktien, Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Alles andere für mich ein bisschen Spielerei. Bitcoin sind für mich übrigens auch keine Sachwerte.
Und die streue ich natürlich, diese Sachwerte, über die Anzahl, über die Region, über die Charakteristika, also beispielsweise, wie ich das über Investmentfonds darstellen kann, plus physische Edelmetalle, plus vielleicht Immobilien. Und auf der anderen Seite, ja, da bin ich Gläubiger, da habe ich meine Geldwerte, sei es bei der Bank, weil es Rücklagen sind, aber darüber hinaus eben auch, ich suche mir andere Schuldner, um nicht nur bei ein paar wenigen Banken hier entsprechend gläubiger zu sein. Ich suche mir andere Währungen, nicht aus der Spekulation um den Euro, sondern aus dem Argument der Risikostreuung, der Diversifikation, vielleicht noch andere Rechtsräume und dann haben Sie hier eine gute Mischung. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, sind die Vermögenspreise nun gerade billig, weil bei null Zinsen sind Aktien immer noch ziemlich günstig, oder sind die Vermögenspreise sehr teuer, weil künstlich aufgebläht, oder sind sie vielleicht sogar preiswert, weil sich die niedrigen Zinsen und die Vermögenspreise relativ gut eingependelt haben, sodass viele Übertreibungen, die Sie in Analysen entsprechend hören oder lesen, gar nicht so relevant sind. Und auch hier gilt, wenn Sie keine Ahnung haben, wo wir stehen, dann gilt die hälftige Verteilung. Das heißt, mit Hälfte Ihrer Vermögenswerte setzen Sie darauf, dass Sie die marktabhängigen Renditen verdienen, also dass Sie an steigenden Aktien partizipieren, dass Sie unter fallenden Aktien entsprechend leiden. Und mit der anderen Hälfte, da stellen Sie sich eben so auf, dass Sie sich neutral stellen, eben über entsprechende Absicherungen. Das heißt, Sie nehmen das allgemeine Marktrisiko heraus. Das heißt, wenn Sie diesen Mechanismus folgen und das mal für sich durchdenken, wie sie sich positionieren, wo sie vielleicht auch als Diskussionspunkt von dieser naiven, aber schwer durchzuführenden Umsetzung abweichen, dann haben sie, glaube ich, schon mal ein gutes Gefühl für die eigene Meinung, die sich in ihrer Vermögensstruktur ausdrückt. Wenn sie dann auch die Risiken klar quantifizieren können und benennen können, dann wissen Sie auch relativ gut, dass am Ende des Tages immer Risikostreuung die beste Antwort auf die vielfältigen Probleme ist, weil das muss auch klar sein, an Problemen herrscht kein Mangel, aber auch da muss man sagen, diese Probleme sind kein Geheimnis, diese Probleme sind vielleicht auch in vielen Kapitalmarktpreisen schon drin. Wie immer bei Menschen werden da Übertreibungen drinstecken, deswegen sollte man vielleicht die Segmente des Marktes, wo die größten Risiken stecken, außen vor lassen. Man sollte Illiquiditäten meiden, man sollte Nachränge bei Anleihen meiden, man sollte seine Gegenparteien Risiken bei Banken im Blick halten und auch mal über die Gesamtsystematik nachdenken. In diesem Sinne darf ich Ihnen einen schönen Abend wünschen. Lassen Sie sich nicht zu sehr verrückt machen. In diesem Sinne, bis bald, auf Wiedersehen.